17. August 2018 21.54 Uhr, Roger Federer steht im Viertelfinale von Cincinnati. Der Schweizer Tennisstar Roger Federer steht beim ATP-Turnier in Cincinnati im Viertelfinale. Der 37-Jährige setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen den Argentinier Leonardo Mayer mit 6:1 und 7:6 durch. Damit kommt es im Viertelfinale bei der Generalprobe für die US Open zum Duell zwischen dem an Nummer 2 gesetzten Federer und seinem Landsmann Stan Wawrinka. Wawrinka hatte sein Achtelfinale mit 6:4 und 6:3 gegen den Ungarn Marten Fusalvics gewonnen. Da Regen den Zeitplan durcheinander gewirbelt hatte, wurde das Viertelfinale zwischen den beiden Schweizern noch für den Freitagabend Ortszeit angesetzt. Ebenfalls in der Runde der letzten 8 stehen der ehemalige Weltrangliste-Erste Novak Djokovic und der Argentinier Juan Martín del Potro. Der Joker trifft in der nächsten Runde auf den Kanadier Milos Raonic. Del Potro bekommt es mit Belgier David Goffin zu tun.